Servus Leute, Chris ist am Start und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal, zu einem weiteren Sprint to Glory Showdown, heute in einer XXL-Variation, denn wir sind über drei Saisons in Liga 2 bei Hannover 96 und gehen also rein mit 96 und wollen natürlich logischerweise zum einen den Aufstieg packen und über drei Saisons vielleicht ja auch nach einem möglichen Aufstieg in der Bundesliga oben mitspielen. Das Ganze kann ich aber nicht alleine machen. Für den Sprint to Glory Showdown habe ich immer einen Gast mit dabei. Lange ist es her, ich glaube 2-3 Wochen hier auf beiden Kanälen, Dennis Gaming TV. Dennis, sag gerne mal Hallo. Servus YouTuber von mir. So wie Chris es gerade gesagt hat, nach 2-3 Wochen sind wir wieder am Start. Viele haben gefragt, wann kommen die Showdowns endlich wieder, und hier sind wir wieder am Start, und das für mich auch eine besondere Ausgabe, denn in Hanau geboren, 22 Jahre bisher hier gelebt, deswegen Leute, also meine Heimatstadt, mein Heimatverein, ich bin gehypt und hoffentlich können wir die auch wieder in die Bundesliga bringen. Bevor ich es vergesse, ihr seht jetzt nochmal im Hintergrund auf jeden Fall das Regelwerk eingeblendet, gerne Pausen drücken, Screenshot machen, aber normalerweise kennt ihr ja das ganze Spiel. Gleichzeitig kommt natürlich aber auch nicht nur bei mir auf dem Kanal ein Video, sondern auch bei Dennis, und der darf euch sehr, sehr gerne mal erzählen, was wir bei ihm für ein Video bringt. Genau Leute, so sieht's aus. Ebenfalls SCG Showdown natürlich über drei Saisons in der Bundesliga, und wir dürfen die Spieler ausschließlich über die Scouting-Berichte holen. Das heißt, da Aufträge machen, und die Spieler, die da eben in den Berichten aufploppen, die dürfen wir dann auch nur holen. Genau, checkt das auf jeden Fall ab. Erster Link ist dazu in der Videobeschreibung. Und ansonsten wollt ihr sowas öfter sehen und gerne auch wieder wöchentlich, lasst natürlich Liebe da in Form von einem Daumen nach oben, fleißig auch für den Algorithmus kommentieren, weitere Team- oder Videovorschläge auch gerne für uns zusammen einfach mal ab in die Kommentare, und um nichts mehr zu verpassen, sehr, sehr gerne kostenlos abonnieren. Bei mir und natürlich auch bei Dennis. Und dann haben wir keine Zeit zu verlieren. Drei Saisons, der Showdown startet jetzt richtig rein mit der ersten von mal mindestens drei Sommer-Transferphasen und zugleich auch maximal. Die Timer laufen. Konferenzschaltung, Dennis und ich, ihr seht das Ganze logischerweise wie immer, und wir wünschen euch ganz viel Spaß dabei. Unsere Mannschaft seht ihr in Bestbesetzung jetzt mal im Hintergrund. Ich denke, die Fünferkette, die man von vornherein als standardisierte Startaufstellung hat, lasse ich vermutlich auch einfach mal. Wir haben eine super gute Mannschaft, wir haben nicht die aktuellsten Transfers angepasst, heißt auch noch kein Halstenberg beispielsweise. Ja, ihr wisst ja, was so ein bisschen passiert ist. Die zweite Liga ist bereits angelaufen. Wenn ihr das Video seht, ist der zweite Spieltag vermutlich mitten im Gange. Aber ja, ich bin mal sehr gespannt, was hier auf jeden Fall passiert. 20 Minuten, 3, 2, 1, let's go. Der Timer läuft. Unsere Mannschaft ist solide. Wir haben die Teams zumindest mal in zweiter und dritter Liga angepasst als Auf- und Absteiger. Und wir haben hier bei Hannover 96 28 Millionen Transferbudget von vornherein. Wir haben da nichts mit draufgepackt. Das ist sehr, sehr viel Geld. Und das wollen wir logischerweise jetzt in unsere Mannschaft und in den Kader reinvestieren. Okay, Leute, starten wir also rein. Erste Saison mit Hannover 96. Die Zeit beginnt in 3, 2, 1, let's go. Und dann kümmern wir uns mal ganz kurz zuerst um den eigenen Kader. Folgende Namen landen auf der Transferliste, unter anderem mit Zieler und Nielsen. Daneben natürlich vor allen Dingen Namen, die jetzt nicht Stammpersonal sind, schon ein bisschen älter sind, Richtung 30 sind oder halt auch kein Potenzial mehr haben oder auch schon gar keine Gesamtstärke überhaupt mitbringen. Erster Neuzugang. Wir wollen das Team in allererster Linie verjüngen, sodass wir das Potenzial, das dann die Neuzugänge haben, auf jeden Fall ausschöpfen können. Ron Robert Zieler und 5,5 Millionen für Luis Junior, unsere neue Nummer 1 von Famalicão. Keine Ahnung, Team aus Portugal. Auf jeden Fall hat er 73er Rating, 21 Jahre jung und ein 83er Gesamtpotenzial. Real Saragossa, Innenverteidiger-Talent, 73er Gesamtrating, 19 Jahre jung und super Potenzial. Wir haben erstmal ewig lang gebraucht, alle möglichen Wunschspieler auf die Liste zu packen. Jetzt 5,5 Millionen Neuzugang und der ersetzt für Börner, weil der ist nicht mehr der Jüngste. Und wie gesagt, wir wollen natürlich weiter Talente in unsere Startelf mit integrieren. Unser erster Neuzugang ist am Start. Andrew kommt für die Torhüterposition aus der portugiesischen Liga, wenn mich nicht alles täuscht, von Gil Vicente. Wir zahlen eine 9,9 Millionen. Das ist einiges dafür, dass er auch nicht mal ein Upgrade ist in der Gesamtstärke, denn er hat auch wie Ziel eine 74, aber ist halt jung und hat Potenzial und wir müssen Ziel halt irgendwie verkaufen. Neuzugang Nummer 2, vor nicht allzu langer Zeit bei mir in der Sprint to Glory unfassbar rasiert. Es ist Martin Baturina, 19 Jahre jung, ZM von der Position. Wir wollen ihn aber als ZUM spielen von Dynamo Zagreb, holen wir ihn für 6 Millionen Euro. Rekordtransfer bis hierhin 7,5 Millionen für Yassin Adli. Das ist ein absolutes Schnäppchen, denn der hat 9,7, glaube ich, als Marktwert. 21 Jahre jung, 74er Gesamtrating. Super Potenzial. Spielmacher vom AC Milan ist jetzt unser neuer Zehner. Kerk, der eigentlich als Backup für Schaub geplant war, wird also im Umkehrschluss verkauft. Schaub wird dann unser Backup und somit haben wir auch für die Kaderbreite, falls Spieler von uns gesniped werden sollten, auf jeden Fall immer noch ganz gut ausgesorgt. Das zumindest ist mal die Hoffnung. Argentinisches Top-Talent von Rosario Central. Irgendwie so heißt, glaube ich, dieses Team. 18 Jahre jung, 72er Gesamtrating und ich meine, wenn ich ganz gut schaue, ein 84er Potenzial. Wir überweisen gerade mal 3 Millionen, weil wir Set Patrick Teuchert natürlich im Tausch dazu packen, ja, und damit jetzt einen neuen Sturmkollegen zu, natürlich Maxi Bayer haben, und den wollen wir jetzt im Anschluss im besten Fall noch direkt festverpflichten, denn auch er hat ein super Potenzial und wir hätten den direkt in den eigenen Reihen, allerdings wird halt eine Ablösesumme fällig. Die aber war tatsächlich oder ist tatsächlich recht überschaubar, mit nur 3 Millionen ist das ein richtig guter Deal, wie ich finde, und ich hoffe natürlich, dass er zusammen mit Belize dann vorne spielt, und jetzt haben wir unsere Mannschaft schon komplett umgekrempelt,
haben nur noch 3 Millionen auf dem Konto. Es könnten aber auch noch Spieler verkauft werden. Heißt also, kommen noch genug und vor allem gute Angebote für mögliche Verkäufe rein, wäre ich nicht abgeneigt. Und dann könnte man vermutlich fürs zentrale Mittelfeld nochmal nachlegen. Unser dritter Transfer, Neuzugang in der Innenverteidigung, bringt ordentliche Gesamtstärke mit. 73, um genau zu sein. Mees Hilgers kommt aus der niederländischen Liga, aus der Eredivisie. Vom FC Twente ist ein Kandidat, den man öfters auch nicht holen kann, weil der Verein ihn nicht verkaufen möchte. Und das ist so meine Hoffnung, dass Chris ihn eben deswegen auch nicht gleich snipen wird. Hat dann auch einigermaßen geklappt. 6 Millionen Transferbudget jetzt noch auf dem Konto. Die Verkäufe seht ihr im Hintergrund. Börner und Enali. Mehr ist dann tatsächlich auch hier nicht passiert. Und Dua, ganz am Anfang haben wir den auch noch verkauft. Jetzt also vielleicht noch einen neuen Achter. Und dann wäre ich wunschlos glücklich nach dieser Sommertransferphase. Okay, wir haben es geschafft. Eduardo Bove. Und damit ist der Timer jetzt dann für uns offiziell abgeschlossen. Es sind zwar noch gute, ich glaube 1,5 Minuten oder so. Aber wir haben Bove, 20 Jahre jung, 73er Rating von meiner lieben Roma International. Haben wir also hier jetzt an auch einen weiteren Neuzugang. Insgesamt glaube ich mit Maxi Bayer zusammengerechnet der 5. oder 6. Und wir haben absolut ausgesorgt. Und treffen uns jetzt wieder zusammen mit Dennis. Ich mache meine 5er Auswahllisten zusammen und dann geht es das erste Mal an Snipen. Der letzte Neuzugang, der dann auch kein Teil von der Snipe-Phase sein wird, weil er vom Rating einfach nur eine 71 hat, das ist Andreas Schjelderup, den wir von Benfica Lissabon verpflichten. 18 Jahre jung, ich plane ihn auf der 10er Position. Es wird unser letzter Transfer. Wir tauschen Louis Schaub ein, zahlen noch irgendwie knapp über 3 Millionen oben drauf und damit ist unsere Transferphase finito. Und damit sieht die Startelf für die erste Saison dann folgendermaßen aus. Wir haben Andrew neu im Tor dazu bekommen, die Viererkette, ein Neuzugang mit Hilgas, das Mittelfeld oder die beiden Zehner davor dann eher komplett neu mit Baturina und Schjelderup und vorne im Sturm auch Teuchert und Bayer, alles beim Alten geblieben. Das heißt also, einen gewissen Kern beibehalten von Spielern, wo ich glaube, mit denen können wir aufsteigen. Und ansonsten in jedem Bereich dennoch Defensive, Mittelfeld und auch Offensive Neuzugänge mit reingebracht. Ich bin auf alle Fälle sehr, sehr zufrieden, traue dieser Mannschaft auch zu, dass wir um den Aufstieg zumindest spielen können. Ob wir das Ganze dann erreichen können oder nicht, gilt es herauszufinden dann zum Ende der Saison und damit geht es jetzt rein zum Snipen. Die erste Sommertransferphase liegt also hinter uns, kurz und knapp. Das erste Mal geht es an Snipen. Aber natürlich obligatorisch die Frage, wie viele Neuzugänge bei dir, Dennis? Ich bin gespannt, was bei dir sind. Bei mir sind es 4. Bei mir sind es 6 tatsächlich. 6, uff, okay, ja. Schon deutlich mehr gemacht. Ich bin gespannt. Erster Name, ich darf beginnen. Die erste Position, es geht um einen neuen Innenverteidiger. Finde ich, ist so eine Position, kann man was machen bei Hannover 96. Habe ich auch getan. Super viele talentierte Namen auf der Liste. Wir beginnen das Ganze mit Ousmane Diomande von Sporting Lissabon. Ist ein 18-jähriges Talent, natürlich Innenverteidiger. Scalvini wäre dann Nummer 2 auf der Liste. Mees Hilgers Nummer 3 von Twente. Wir haben Martel von Köln, wirst du ja kennen. Kann man als Innenverteidiger gut umtrainieren. Und zu guter Letzt Zeno De Bast von Anderlecht. Okay, weil ich den auch schon mal geholt habe und weil er so stark ist, gehe ich mit Scalvini. Ich würde den einfach direkt mal einloggen. Okay, ich habe Glück, denn es ist tatsächlich Mees Hilgers geworden. Ich hatte doppelt Glück, denn ich konnte ihn mal verpflichten. Bei ihm ist ja immer so dieses Ding von, kann man ihn holen oder nicht? Lässt Twente das zu? In dem Fall haben sie es zugelassen und er ist mein erster Transfer. Okay, dann gehe ich doch auch einfach gleich mal mit bezüglich Innenverteidiger. Und auch bei mir unter anderem ist Hilger auf der Liste und tatsächlich kann man ihn auch oder hätte man ihn auch bei mir verpflichten können. Okay. Daneben haben wir doch einen Ostigar, das ist Norweger von Napoli. Wir haben Popov, wir haben Pavlovic und wir haben zu guter Letzt noch Alejandro Frances, irgend so ein Spanier auf jeden Fall. Ach, Digga, ich schwöre es dir, ich kenne kaum einen Namen, aber ich gehe einfach mal auf Popov. Okay, der ist es nicht geworden. Ich habe tatsächlich auch Glück. Ich habe nämlich hier Francis geholt, Spanier von Saragossa. Okay, was hat er für ein Rating, darf man wissen? Ja, der hat eine 73. Ja, 73, genau. Okay, genauso wie Hilgers. Check, check, check. Gut, dann komme ich zu meiner zweiten Position. Ja. Es geht um einen neuen Keeper. Jetzt wird es sehr interessant werden. Ich habe Ziele aber auch noch am Start. Das heißt, wenn der gesniped werden sollte, halb so wild. Aber es wäre schön, ihn zu behalten. Auf der Liste haben wir Martin van de Voort, der irgendwie einen auslaufenden Vertrag mittlerweile hat. Keine Ahnung wieso. Basuno ist da Nummer 2 vom FC Southampton. Dann haben wir Andrew aus Portugal von Vicente irgendwie sowas. Wir haben Luis Junior, ebenfalls, glaube ich, aus Portugal irgendwo, Famalicão, Famalicão, irgendwie so. Und Bark Verbruggen ist der letzte von Anderlecht. Okay, wir haben tatsächlich 3 Stück, die sich überschneiden mit meinen später. Ich habe nämlich auch einen neuen Torhüter geholt. Okay, logisch. Bei mir allerdings Zieler nicht mehr da und deshalb wird es bei mir vermutlich ein bisschen kritischer. Okay. Ich gehe aber und weiß daher auch so ein paar Ratings mal mit Verbruggen. Ja, absolutes Top-Talent ist, glaube ich, jetzt auch irgendwo in die Premier League gewechselt, wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube zu Brighton. Ja, genau. Ja, genau. Die Bayern hatten ja auch mal, die hatten auch mal irgendwo Interesse, die Bayern, aber ich gehe mit ihm, weil ich denke auch vom Rating, die müssen ja auch ein bisschen besser sein oder annähernd so gut wie Zieler, dass die auch zur Einsatzzeit kommen. Und deshalb würde ich mal mit Verbruggen gehen. Jo, mein Keeper, mein Neuzugang, hat dasselbe Rating im Vergleich zu Zieler, nämlich eine 74. Es ist Andrew geworden. Ich glaube, den hast du auch mal verpflichtet. Echt? Ich hatte den jetzt gar nicht auf dem Schirm, tatsächlich. Ja, irgendwie, ne, du hast ja mal... Nee, Moises Ramirez ist es eigentlich. Ja, stimmt, richtig. Ich habe den voll verwechselt. Nee, aber Andrew kam öfters mal in den Auswahlen vor. Und deswegen ist der Name mir irgendwie im Kopf geblieben. Und deswegen habe ich ihn auch verpflichtet für fast 10 Millionen.
Okay, das ist wirklich krass. Ja, also bei mir wird es dafür jetzt ein bisschen kritischer. Wie gesagt, auch eine neue Nummer 1 in der Torhüter-Position. Und bei mir ist das Rating da nicht so wichtig, weil ich hatte keinen Ron-Robert Zieler mehr. Ich habe den nämlich dagegen gegeben. Zur Auswahl gibt es ähnlich wie bei dir auch einen Luis, wie heißt der weiter hier? Luis Junior. Genau. Wir haben dann einen Verbruggen, wir haben einen Basunu, wir haben aber auch einen Mats Hermansen, Däne von Brøndby und Julen Aguirre-Zabala. Von Athletic Bilbao. Richtig. Ja, habe ich auch auf der Liste, zumindest bei so FIFA gesehen. Und ich gehe mal auf Verbrüggen, weil du so von ihm gerade geschwärmt hattest. Okay, dann ist mein Plan aufgegangen, weil ich habe Luis Junior geholt tatsächlich. Okay, ja gut, kannst du behalten. Let's go. Okay, dann kommt's zu deiner letzten Position. Ja, letzte Position. Das wird nochmal sehr interessant werden, denn es geht um meinen neuen Zehner. Da habe ich mich natürlich auch nicht lumpen lassen und ein absolutes Top-Talent verpflichtet. Potenzial 85 oder mehr. Wir haben auf dem Zettel einmal Ryan Jerki, wir haben Baturina von Dinamo Zagreb, wir haben Ader Güler, natürlich in aller Munde gerade mit dem Wechsel zu Real, natürlich hier noch bei Fenerbahce, Fabian Rieder von den Young Boys und zu guter Letzt Gabri Veiga von Celta Vigo. Der ist auch in aller Munde, Gabri Veiga. Ja, ne? Sehr, sehr gehyptes Talent. Spannend. Machen wir doch einfach mal das Beste, kommt zum Schluss und ich gehe einfach mal mit Gabri Veiga. Nee, ist es tatsächlich nicht geworden. Fun Fact, er ist hier in der Karriere schon gewechselt und zwar zum SV Darmstadt. Das mal nur so nebenbei. Ich habe aber Baturina verpflichtet. Martin Baturina, ich wusste den Vornamen gerade nicht, aber ich habe, oder meine Hoffnung war, du kannst was mit dem Namen anfangen. Ja, das 73er ist der Achter da, 86er genau, Potenzial kann man oder so. Trainieren, kriegt, glaube ich, noch plus 1 im Rating, richtig. Und das ist dann mein letzter Transfer, zumindest für die Auswahl. Mein richtiger letzter Transfer ist dann Andreas Schjeldrup, ich von Benfica geholt habe. Auch als Zehner geplant, aber ratingmäßig halt natürlich der schlechteste von allen. Okay, ja, ich mach's dir tatsächlich gleich. Ich habe auch noch einen neuen Zehner geholt. Okay. Nur Ader Güler überschneidet sich mit allen und deshalb nehme ich den jetzt auch einfach mal wieder vorweg. Okay. Es geht dann weiter mit Yari Verscharen. Mhm. Wir haben Oskar Gluck, Israeli von Salzburg. Ja, sag auch mir ein was, Top-Talent. Ganz, ganz fern. Ja, Liga-intern hätten wir noch Shinter Appelkamp und zu guter Letzt noch Yassine Adli, so ein Franzose vom AC Milan. Ja, stimmt, der war ja auch mal bei Paris. Irgendwie dieses Liga-intern, das kann aber auch nur ein Bait sein, deswegen, ich weiß nicht, ich gehe mal auf Ader Güler. Oh, okay, ja, ich dachte gerade schon, bitte nicht, es ist Yassine Adli geworden, also okay, 74er gut, Rating, war zusammen mit Güler aber tatsächlich der Beste vom Gesamtrating. Vielleicht ganz kurz bei mir noch zur Auflösung, ich habe noch Alejo Veliz geholt, Argentinier irgendwie von, keine Ahnung wie die heißen, Zentral irgendwas, ich habe Bové Achter von der Roma geholt und ich habe Maxi Bayer noch fest verpflichtet, vorne als mein Maxi Stürmer. Maxi Bayer, okay, interessant. Genau. Da habe ich nichts gemacht, also Maxi Bayer ist geliehen, die Hoffnung ist, er bleibt das ganze Jahr und schießt uns irgendwie in die Bundesliga und dann Bundesliga ist ein anderes Thema dann. Ja, und ich hoffe, dass es bei uns irgendwann mal präsent wird. Also ich denke, wir haben beide recht stabile Mannschaften auf jeden Fall. Ihr seht sie vermutlich auch bei beiden im Hintergrund. Wir dürfen alle unsere Spieler behalten, was auch geil ist für die Entwicklung. Und ich würde dann sagen, Dennis, wenn du nichts dagegen hättest, könnten wir eigentlich auch direkt zum Ende der Saison simulieren, oder? Ja, safe, sehr gerne. Auf zum Ende der Saison. Ich bin gespannt, ich bin hyped und Geld ist sowieso nicht mehr da. Deswegen kommen wir mal zum Ende des ersten Jahres. So schnell geht's. Die erste Saison ist vorbei. Wir sind beide am 1. Juni angekommen. Heißt natürlich jetzt Punkte zählen. Und das Manager-Rating sieht bei mir zumindest mal richtig super aus. Also ich bin absolut zufrieden damit. Wie sieht's denn da bei dir aus, Dennis? Ja, der Daumen ist oben, aber es ist nichts zum Loben hier. Das ist das Problem, denn wir sind Vierter geworden. Digga, ich check gar nichts, Mann, Junge. Wir haben hier in der zweiten Liga Hamburg, Hannover, Schalke, Hertha, irgendwie so, ne? Aber wer wird Erster? Richtig, Düsseldorf. Und dann Zweiter? Richtig, Fürth. Ey, Leute. Ja, okay. Das Leute von heute, ey, das ist schon ein bisschen zu viel hier wieder. Ey, nee. Ja, das ist ganz, ganz bitter auf jeden Fall für dich, weil wie viele Punkte sind es denn auf Platz 3 unter anderem? 3 Punkte, exakt. Okay, also bei mir war es richtig eng, Hertha auf Platz 1, 72 Punkte, dann komme ich mit 69 und ein Punkt dahinter, der HSV. Ich also auf Platz 2 bedeutet, ich gehe zum einen natürlich hoch in die Bundesliga. Ob das so viele Vorteile mit sich bringt, weiß ich noch nicht. Wie wir es dann mit den Punkten nächstes Jahr machen, während Dennis in der zweiten ist, ich in der ersten, weiß ich noch nicht, aber das sehen wir dann auf jeden Fall, sodass es verhältnismäßig natürlich auch ganz gut passt. Genau, wie gesagt, ich bin auf Platz 2, hol dementsprechend 16 Punkte, die Anzahl der Teams in der Liga minus. Ich hasse die zweite Bundesliga, Junge. Die zweite Bundesliga ist schlimmer als die Premier League. Ja, bei mir ist Schalke aber unter anderem tatsächlich auch nur in Anführungszeichen auf Platz 6. Ja, bei mir sind die Fünfter. Hertha ist Achter. Ja, geil, Digga. Die haben 40 Millionen Budget, die haben locker wahrscheinlich den besten Kader in FIFA und schaffen es dann nicht mal von Nürnberg oder Karlsruhe zu landen. Ja, das ist ein bisschen kritisch. Hör mal auf. Aber trotzdem, wir gucken einfach mal. Ich denke, spätestens im nächsten Jahr wird es für dich dann hoffentlich ja auch hochgehen. Ja, weiß ich nicht, Digga, wenn Schalke und Hertha noch drin bleiben und da noch zwei stabile Bundesliga-Vereine vielleicht runterkommen. Ja, mal gucken, Digga. Müssen wir mal gleich gucken, wer absteigt. Ich bin gespannt. Und wie lief es denn bei dir im Pokal? Pokal war eine Runde weiter als die erste Runde, nämlich Runde 2. Und ja, da sind wir, glaube ich, ausgeschieden gegen Jan Regensburg. Perfekt, Junge, ey. Das ist ja wirklich noch die Kirsche auf der Torte.
Okay, ja, ich habe im ersten, also die erste Pokalrunde gegen Hertha gewonnen, 3-2. Habe dann gewonnen gegen Fürth, habe dann gewonnen gegen Darmstadt und habe dann gewonnen gegen Gladbach. Ach, ja, und was ist dann denn gewonnen jetzt gegen los? Den und dann hast du noch den Pokal gewonnen, Digga. Der absolute Wahnsinn. Nee, ich habe dann gegen Dortmund verloren, 3-1. Aber ich war im Halbfinale und habe ja, tatsächlich dementsprechend vier Punkte geholt. Keine weiteren Störungen von meiner Seite aus. Vielleicht gibt es ja dann auch einen Trainer des Monatspreis. Also es könnte bei beiden von uns vielleicht auch der Fall sein. Schauen wir doch einfach mal direkt rein. Also bei, oh, ja, so lobe ich mir das. Da steht bei mir eine dicke 3. Bei mir tatsächlich auch eine 3. Da sieht man, ich habe einen guten Job gemacht. Ne? Das Spiel weiß es auch, in dem Fall mal schon. Ja, aber 3 finde ich eigentlich dann auch solide. Also da kann man auf jeden Fall mitarbeiten. Statistisch betrachtet hat Luis Junior bei mir 11-mal die 0 gehalten. Schauen wir mal rein. Ich habe Andrew bei 10. Ah, okay, dann geht der Punkt ganz knapp an mich. Die meisten Vorlagen bei dir? Baturina mit 10. Okay, ich habe Maxi Bayer mit 12. Der Stürmer wieder, den Punkt entführe ich tatsächlich auch. Und Tore gehen auch auf Maxi Bayers Konto. Also der Transfer hat sich absolut gelohnt mit 21. Boah, heftig. Okay, bei mir haben sich Teuchert und Bayer die Tore ein bisschen mehr aufgeteilt. Ich habe 17 bei Teuchert und 15 bei Bayer. Okay, aber trotzdem, man muss unterm Strich sagen, eine sehr gelungene Saison. Grundsätzlich jetzt, also wenn ich jetzt nur Vierter geworden wäre, dann hätte man das auch so mitnehmen können. Genauso, wenn du natürlich auch Zweiter geworden wärst. Als Beispiel, was nicht ist, kann noch werden. Mit den Punkten schauen wir auf jeden Fall erstmal im nächsten Jahr. Jetzt heißt es hier nach der Auswertung, Dennis, bei dir 18 Zähler auf dem Konto. Bei mir müssten es, wenn ich mich nicht verzählt habe, 26 sein. Also das sind 8 Punkte Differenz. Klingt viel, kann sich aber alles auf jeden Fall noch regulieren und ändern. Und wir müssen schauen, wie wir es machen. Gehen aber einfach direkt mal in Saison Nummer 2. Und ich würde sagen, wir gehen direkt in die Konferenz. 20 Minuten Sommertransferphase, die zweite von 3. Das Video geht also noch ein Stück. Was ist der Plan? Ich weiß es noch nicht. Ja, die Außenverteidiger habe ich die Hoffnung durch Positioning Change, dass sie sich jeweils immer noch ein bisschen mehr verbessern. Besuschkow und auch Neumann würde ich gerne mal auf jeden Fall upgraden, sodass man vielleicht im besten Fall die 75 plus logischerweise im Kollektiv hat. Ich denke, damit könnte man dann auch in Richtung Klassenhalt in der Bundesliga mitspielen. Wir haben 51 Millionen auf dem Konto und eine Transferphase, die beginnt in 3, 2, 1. Let's go. 20 Minuten, jetzt kommen Spieler auf die Wunschliste. Ganz so viele Verkäufe wird es mit Sicherheit nicht geben, denn wir wollen im besten Fall eigentlich so einkaufen, dass wenn die Spieler später von Dennis vielleicht gesniped werden sollten, trotzdem dann halt wieder durch diese, die wir jetzt aktuell noch haben, natürlich ersetzt werden könnten. Keine Tauschdeals, keine großen Verkäufe. Wir wollen eigentlich in der Breite den Kader auf jeden Fall nach vorne bringen. Ja, dann starten wir rein. Zweite Saison, immer noch in der zweiten Bundesliga. Ich bin sehr, sehr angefressen. Ich glaube auch irgendwo logisch, weil wenn man sich die Mannschaft hier mal anguckt, dann frage ich mich, wie wir hinter Fürth und Düsseldorf landen. Ganz ehrlich, ey. Und vor allen Dingen Nils mit seiner dreckigen 70, Alter. Der sieht auch aus wie 40, Junge. Was für 29. Spielt einfach mehr Spieler als die beiden anderen Zehner hier mit 79 und 75. Ey, da wird man einfach verrückt von. Wirklich. Aber egal. Sei es drum. Ich weiß jetzt gar nicht mehr. Habe ich die Zeit gestartet? Nee, habe ich noch nicht. Erstmal hier voll in Rage geredet zum Start. Wir beginnen mit der Zeit in 3, 2, 1. Let's go. Und dann schauen wir kurz rein. Budget ist exakt dasselbe wie im ersten Jahr. 27 Millionen oder damals 25. Ist auch relativ egal. Wir müssen dieses Jahr unbedingt aufsteigen. Die Frage ist, wer ist jetzt eigentlich in der zweiten Liga? Das können wir uns, glaube ich, auch nochmal ganz kurz angucken, bevor wir dann in die Transfers reingehen. Ich will so oder so jetzt nicht einen riesigen Umbruch machen. Abgestiegen sind, ja, perfekt, Werder Bremen. Und daneben, ja, der FC Augsburg. Also wirklich, das wird eine hammergeile Zweitligasaison. Ob ich hier aufsteigen werde, steht dann auch nur in den Sternen. Der erste Neuzugang für die Bundesliga ist gefunden. Ian Madsen, niederländischer Linksverteidiger, war jetzt zu Burnley ausgeliehen, mit denen ist er in die Premier League aufgestiegen, ist aber eigentlich Spieler vom FC Chelsea. Hat dort nach seiner Rückkehr eigentlich den auslaufenden Spielervertrag. 16 Millionen Marktwert, wir überweisen nur 12,5, haben einen neuen linken Außenverteidiger und wollen jetzt im besten Fall die andere Verteidigerposition rechts natürlich genauso verbessern und behalten auf jeden Fall zum einen Köhn und natürlich auch Murayo. Ich glaube, das müsste unser Rechtsverteidiger sein. Ebenfalls aus der Premier League kommt Issa Kabore, Rechtsverteidiger. Zuletzt verliehen an Marseille, gehört aber eigentlich Manchester City. Auslaufender Spielervertrag gibt es hier allerdings nicht, weshalb wir 12 Millionen, das ist marktwertgetreu, auf jeden Fall jetzt natürlich Geld in die Hand nehmen müssen. Ich habe gesehen, Murayo ist 29 oder 30, glaube ich. Wir haben noch immer dem auf der Bank und natürlich einen Köhn. Ja, vorausgesetzt, wir dürften alle unsere Spieler behalten, hätten wir also auch noch einige in der Hinterhand, weshalb wir den japanischen Rechtsverteidiger vielleicht doch gewinnbringend verkaufen, sodass wir jetzt mit den übrig gebliebenen 30 Millionen noch 2 Neuzugänge holen können. Dieses Jahr wären es nur 2 Neuzugänge auf unserer Seite. Der erste wird Noah Okafor, den wir für 16 Millionen Euro von RB Salzburg loseisen. In der Realität geht es ja zum AC Mailand für den Jungen. Neuzugang Nummer 2 und damit auch der letzte für diesen Sommer. Kunze bekommt noch einen neuen Partner auf einer richtigen Doppelsechs, denn wir tauschen Bejuschkow ein und zahlen noch ein bisschen Geld obendrauf. Dafür kommt Yuri Chotard aus der französischen Liga von Montpellier. Name komplett falsch ausgesprochen. Ich weiß. I know.
Ich weiß nicht, was ich weiß, auf Französisch heißt. Taylor Harwood-Bellis hat zuletzt mit den beiden Außenverteidigern jeweils eine Verbindung. Denn mit Madsen hat er zusammen ausgeliehen, tatsächlich zuletzt beim FC Burnley gespielt und ist dann aufgestiegen in die Premier League. Ja, mit dem Rechtsverteidiger Caboret hat er zusammen, dass sie beide von Manchester City kommen. Und dementsprechend haben wir hier eine kleine Gemeinsamkeit und vor allem komplettiert er unseren dritten Neuzugang für die Defensive. Wir gehen jetzt noch eine Reihe weiter nach vorne, wollen einen neuen Achter holen und sind dann wunschlos glücklich für die anstehende Bundesliga-Saison. Und wir haben den letzten Neuzugang. Alle guten Dinge sind in dem Fall vier. Enzo Loyudis kommt von Las Palmas fürs zentrale Mittelfeld und wir haben Besuschkow als Backup, genauso auch einen Neumann. Gut, Moroja werden wir verkaufen, aber Köhn ist noch da. Eine rundum gelungene Sommertransferphase. Das hier ist also die Mannschaft für die zweite Saison hier in der zweiten Bundesliga und ich sag euch ehrlich, Leute, wenn wir mit der Truppe hier nicht aufsteigen, dann weiß ich auch nicht weiter. So viel Talent, so viel Potenzial, alle Spieler werden sich eigentlich noch so gut wie weiterentwickeln und wenn es eben auch nur Teuchert ist, der sich noch irgendwie auf eine 75 oder so entwickelt, sind aber trotzdem allesamt Spieler, die es schaffen müssten, den Aufstieg hier irgendwie klar zu machen, aber ja, ich bin nicht so sicher, eigentlich war ich letztes Jahr schon sicher, da wurden wir gottlos enttäuscht, mal gucken, wie es dieses Jahr wird, ich hoffe ja besser, aber mit Augsburg und Bremen in der Liga kann man es auf jeden Fall nicht wissen. Auch die zweite Sommertransferphase liegt also bereits hinter uns und ich habe gerade schon mal kurz mit Dennis gequatscht, denn er hat, Dennis, möchtest du kurz auflösen, wie viele Neuzugänge? Ja, zwei. Also, ne, sehr übersichtlich hier in dem Fall. Frage kurz, wie viel Budget hattest du eigentlich zum Start? 51 Millionen. Perfekt, Digga, ich hatte 27. Also genauso wie im ersten Jahr bei dir, ja, komplett gleich geblieben. Ja, hat sich nicht verändert, nee. Okay, also bei mir ist es tatsächlich so, ich habe doppelt so viele Transfers, das ist nicht ganz so schwer. Bei zwei, ich habe nämlich vier Neuzugänge, habe dementsprechend dann auch nur zwei Listen oder zwei Fünfer-Auswahlen. Und da gehen wir jetzt einfach direkt mal mit rein. Ja, wer bleibt bei mir verschont? Vielleicht schon mal vorweg, Taylor Harwood-Bellis, Innenverteidiger, war bei Burnley, jetzt ist er zurück bei Manchester City und jetzt bei mir. Und genauso von Manchester City für hinten rechts, Issa Caboret, Junge aus Burkina Faso, war bei Marseille ausgeliehen, gehört aber City. Das sind die zwei, die mal nicht mit in die Auswahl kommen. Okay. Gut, Linksverteidigerposition. Zur Auswahl gibt es einmal Sergio Gomez, kennst du auch, vermutlich, Manchester von City. Genau, wir haben Milos Kerkez, Ungar, ist jetzt glaube ich auch irgendwo in die Premier League gewechselt. Wir haben dann Ian Madsen, auch der war an Burnley ausgeliehen, gehört aber eigentlich dem FC Chelsea. Wir haben Manu Sanchez und wir haben Andrea Gambiasso. Gar keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Also ich weiß nicht, ob da irgendein Name voll raussteht, im positiven oder auch im negativen Sinne. Deswegen gehe ich einfach mal auf Sergio Gomez. Du warst bei City aktiv, gehe ich jetzt einfach mal von aus. Das war ich tatsächlich, aber nur mit den zwei, die ich bereits zuvor vorgestellt hatte. Dementsprechend, das ist bei mir Ian Madsen geworden. Ach, Junge, das war eigentlich der erste, auf den ich gehen wollte, aber dann dachte ich mir, komm, mit City passt eigentlich viel besser. Ja, war unbewusst vielleicht nicht so ein bisschen mit der City-Richtung, das habe ich tatsächlich gar nicht bewusst gemacht, um ehrlich zu sein. Okay, aber check. Ich darf ihn behalten. Dann check richtig. Du nochmal deine erste Fünfer-Auswahl. Genau, meine erste Fünfer-Auswahl. Es geht um einen neuen Sechser, denn Kunze hat nochmal einen besseren Partner dazu bekommen. Wir haben auf dem Zettel einmal Santiago Hesse aus Argentinien irgendwo. Lamborghini Huracan, da spielt er. Wir haben Antonio Blanco, der zurückgekommen ist von seiner Leihe hier bei Real Madrid. Wir haben Yuri Chotard aus Frankreich von Montpellier. Wir haben Felix Metscher, also sind noch Achter dabei von Wolfsburg. Und zu guter Letzt Ramon Terraz von Girona. Ist auch verliehen gewesen am Anfang an Villarreal B. Okay, irgendwie ist Blanco bei mir im Kopf geblieben, aber eigentlich möchte ich den nicht unbedingt nehmen, zu viel Gehalt und so, aber bis auf Matcher kenne ich gefühlt die anderen gar nicht, also vermutlich schon mal gesehen, aber ich will schon mit einem Bekannten gehen, also Blanco oder Matcher. Ich gehe nach dem ersten Gedanken, ich logge einfach Blanco direkt mal ein. Es ist Yuri Chotard geworden. Ich spreche den wahrscheinlich komplett falsch aus. Von ist das ein Schotte? Nee, oder? Nee, das ist ein Franzose. 21 Jahre jung, 6er, 76er Rating hat er auch. Also ist, glaube ich, auch mit einer der Besten hier aus der Auswahl gewesen. Deswegen, ja, das ist mein erster Spieler schon mal. Okay, alles klar. Der erste auf jeden Fall behalten. Bisher also noch keine Snipes. Vielleicht bleibt es auch so, vielleicht aber auch nicht. Also, es geht auf die Achterposition bei mir. Ich habe also da quasi mehr oder weniger einen neuen, stabilen Achter geholt. Und da kommen wir zum einen zu Martin Baturina. Letztes Jahr ja auch bereits auf der Liste gewesen bei dir. War, glaube ich, ja sogar auch Neuzugang bei dir, richtig? Ja, ja, klar, richtig. Okay, dann geht's weiter mit Quinten Timber oder Timber, also der Bruder auf jeden Fall von dem jetzt frisch nach Arsenal gewechselten. Wir haben dann hier Christian Aslani vom FC Empoli, war, glaube ich, zuletzt an Inter ausgeliehen. Wir haben dann Enzo Loyudis und wir haben noch Christian Medina, Argentinier von den Boca Juniors. Ich gehe mal auf Baturina, weil du ja so einer bist, der öfter mal mit Wunschlisten arbeitet und Spieler, die da drauf sind, auch noch wieder interessant werden und so. Deswegen gehe ich einfach mal auf meine Baturina-Boy. Dann darf ich auch Enzo Loyudis bei mir behalten. Let's go. Ah, okay. Wichtig, dann kommt jetzt die letzte Fünfer-Auswahl von dir, bevor wir auch schon zum Ende wieder können. Richtig, es geht um einen neuen Stürmer, denn ich habe Maxi Bayer ja nicht verpflichtet, so wie du es getan hast. Und dementsprechend musste ich da was machen und hatte Handlungsbedarf und habe da zugeschlagen, auch bei einem Spieler mit einem auslaufenden Vertrag. Also alle fünf haben einen auslaufenden. Wir beginnen die Liste mit Johnny Burkhardt vom ersten FSV Mainz 05. Wir haben Moussa Barrow dann von Bologna. Wir haben Noah Okafor von Red Bull Salzburg. Und zu guter Letzt noch Lorenzo Colombo von Milan, der ist am Anfang verliehen.
Und jetzt in der Realität verliehen worden ist Jamie Leveling von Union Berlin an Stuttgart, ja. Leveling, oh, das fällt mir richtig schwer jetzt gerade. Okafor oder Leveling? Ich gehe mit Okafor. Perfekt, Digga. Hannover 96 hat damit und damit beantragt, dass wir den Aufstieg in die Bundesliga absolut nicht schaffen werden, weil Noah Okafor uns verlassen wird. Ist es ein einziger Stürmer? Ja, also ich habe eine Doppelspitze und jetzt darf da Nielsen oder sonst wer rumdümpeln vorne. Ja, Nielsen geht immerhin plus eins, wenn man ihn auf den Stürmer trainiert. Ja, das ermutigt mich auf jeden Fall bei seiner 70er Gesamtstärke. Da hat er eine 71. Der absolute Wahnsinn. Ja, aber ich hoffe doch mal, dass das Team drumherum es vielleicht trotzdem schafft. Ich kann übrigens mal erwähnen, dass bei mir Augsburg und Bremen abgestiegen sind. Ne? Also ich werde absolut nicht aufsteigen. Das sage ich jetzt schon mal an der Stelle. Mit Ansage. Okay, dann lassen wir uns doch einfach überraschen. Hoffentlich lassen wir uns auch vom Gegenteil überzeugen, weil ich würde gerne drinnen bleiben und hoffen, dass du dann auch mit dazukommst, natürlich in Richtung Bundesliga. Ja, schauen wir doch einfach mal. Ende der Saison, zweite Liga bei Dennis, hoffentlich nicht mehr allzu lange. Die Auflösung gibt es aber auf jeden Fall jetzt dann gleich. Wir sind am Ende der zweiten Spielzeit angekommen und somit im Juni 2024. Und Dennis und ich hatten jetzt gerade mal gequatscht. Wir machen das einfach bei mir so, ganz normal. Punkte zählen, Platzierung bzw. Team minus Platzierung. Und bei Dennis machen wir das gleiche auch, nur im Anschluss geteilt durch zwei, dass er dann quasi einfach nur die Hälfte an Punkte bekommt. Wir gucken einfach mal, was das dann im Endeffekt heißt. Dennis, bei dir löst du doch vielleicht mal als erstes auf in Liga 2. Ja, der Daumen ist unten, was letztes Jahr andersrum war. Der Daumen war oben, aber das Ergebnis ist wiederum anders, denn wir sind dieses Jahr endlich auch mal aufgestiegen. 13 Unentschieden an der Zahl, 3 Niederlagen, 67 Punkte auf dem Konto, 5 vor Augsburg, die Dritter geworden sind. Bremen wird Meister, die sind ja mit abgestiegen, hatte ich ja erwähnt, Bremen und Augsburg. Das heißt, wir sind mit den beiden Absteigern wieder aufgestiegen. Mhm. Hertha auf der 5, Schalke auf 9, kompletter Bruch. Und ja, das heißt also eigentlich 16 Punkte, aber wir hatten es ja gerade, ich bekomme nur die Hälfte. Das heißt also 8 Punkte hier in der zweiten Liga. Und tatsächlich ziehe ich da dann auch mit, denn bei mir sind es 18 Teams, wie auch in Liga 2, und ich stehe auf Platz 10. Und das ist gerade für die erste Saison nach dem Aufstieg, glaube ich, ein richtig gutes Ergebnis. Ich habe 47 Punkte und habe damit 22 Punkte Vorsprung auf die Relegation und ziehe damit gleich auch mit 8 Zählern. Dafür war es bei mir im Pokal, und das kann ich schon mal vorwegnehmen. Ich habe ja die erste Runde übersprungen. 22 Punkte? Hat der 16. 25 Punkte nur bei dir? Ja, 25 nur. Das war ganz wenig. Also holy shit, er hat 40 Punkte angeblich, braucht man, um in der Liga zu bleiben, ne? Bei uns hier nicht, ne? Nee. bei euch reichen 30 auch schon dicke aus. Ja, gut, auf jeden dann, Fall. Gut, dann DFB-Pokal, ne? Du hast ja schon eine Runde vorher begonnen, ne? Das heißt, meine extra Runde hier zählt gar nichts. Aber ich bin weitergekommen. Runde 1, 3-0 gegen Nürnberg. Dann Runde 2, 3-2 gegen St. Pauli. Dann Runde 3, 3-0 gegen Ferl. Auch noch ein bisschen Losglück gehabt. Aber dann Viertelfinale. Oh nein, nein, im Elfmeterschießen, Digga. Gegen scheiß Bochum ausgeschieden, Mann. Okay, also das heißt, bei dir gibt es zwei Punkte, richtig? Genau. Richtig. Bei mir gibt es 0, denn ich mach's dir da gleich. Ich bin gegen Bochum ausgeschieden, allerdings halt in Runde 2 1-2 zu Hause. Was bitter ist, aber naja, vielleicht gibt es bei dir dafür im Umkehrschluss jetzt ein paar mehr Trainer des Monatspreise im Vergleich zu mir, weil wir können uns ja beide nicht beschweren. Im ersten Jahr mit 3 waren wir ja ganz gut bedient. Bei mir steht da jetzt eine 0. Und okay, ich habe eine 1. Solide, okay. Digga. Weißt du, letztes Jahr Vierter geworden, dieses Jahr aufgestiegen, und ja, ich habe 3 letztes Jahr gehabt, dieses Jahr nur 1. Okay, aber immerhin kannst du so ein bisschen was aufholen. Die Statistiken könnten wahrscheinlich auch eher in deine Richtung gehen. Könnte sein. Bundesliga vielleicht ein bisschen schwieriger, aber egal, dann wird es dafür nochmal so richtig spannend, auch im letzten Jahr. Ich habe Luis Junior mit 6 Spielen ohne Gegentor. Ist sehr stark, aber ich habe leider 11 bei Andrew. Okay, ja, leider für mich, ja. Für dich ja richtig gut. Schauen wir auf die Vorlagen, da bin ich nicht mal zweistellig. Ich aber auch nicht, deswegen, also ich habe eine 9 da stehen. Okay, geht trotzdem an dich, ich habe nämlich nur eine 8. Oh, okay, dann Top-Torschütze könnte aber auch an dich gehen, weil ich habe 3 mit über 15. Nielsen ist der Beste mit 17. Ja, okay, da ziehen wir dann gleich. Bayer hat bei mir auch 17. Okay, ich habe noch Schjelderup und Teuchert mit jeweils 16. Aber ja, gut, ist okay. Dafür, dass auch Okafor nicht am Start war. Nielsen hat noch einen guten Job gemacht hier mit seinen eigentlichen 40 Jahren, die er ist. So zumindest sieht er aus. Das heißt, nächstes Jahr beide in der Bundesliga. Du wirst aber einen leichten Vorsprung haben. Alleine auch, glaube ich, aufgrund von Budget und der Mannschaft dann halt auch, die besser ist. Ja. Das heißt, da bin ich so ein bisschen im Hintertreffen. Die Punkte aber aufgeholt. Das heißt, der Stand ist wie jetzt? Also, wenn ich es gerade hier parallel richtig mitrechnen konnte, sind es 32 bei dir, 35 bei mir.
3 Punkte Differenz. Wir sind mit 8 Differenz aus dem ersten Jahr für mich oder pro mir rausgegangen. Und jetzt gab es 5 mehr für dich im Vergleich zu mir. Und somit sind noch 3 übrig jetzt in der Differenz. Ich denke, vom Team habe ich dir vielleicht einiges voraus, vielleicht auch nur minimal. Also ich finde, ich habe eine richtig geile Mannschaft. Und vielleicht nehme ich auch zu viel vorweg oder sag jetzt auch oder nehme den Mund ein bisschen zu voll. Aber ich glaube, mit der Mannschaft, vereinzelt noch 2, 3 Transfers, kann ich nächstes Jahr theoretisch oben um Europa mitspielen. Digga, ich werde so reinschwitzen in die Transfers, um genau dahin zu kommen, Digga. Wir starten rein, 3. Saison, Sommertransfers, 20 Minuten, Budgets zum Anfang. Let's go! Schauen wir einfach mal, was wird's, ja? Ein 3. und letztes Mal Sommertransferphase. Der Timer wird jetzt dann gleich auf jeden Fall im Hintergrund auch gestartet. Ich habe keinen allzu großen Zeitdruck und auch nicht so viele Möglichkeiten. Wir starten erstmal jetzt mit dem Timer. Und ich habe 45 Millionen, habe gerade nochmal mit Dennis gequatscht. Er hat 51 oder 50, ziemlich genauso viel wie ich nach dem Aufstieg hatte. Ja, allerdings frühes Aus im Pokal, nur Platz 10. Ich finde es super Platz 10, aber halt hier für FIFA und die Budgetentwicklung oder wie auch immer man dazu sagen mag, ist es nicht ganz so von Vorteil. Ich will einen neuen Innenverteidiger. Das ist für mich das Allerwichtigste. Ansonsten Loyodis und Howard Bellis, die werden sich vermutlich noch verbessern. Und dann hätten wir eine 80 plus im Kollektiv. Ich denke, damit sind wir besser als Dennis aufgestellt. Würde ich jetzt zumindest mal behaupten. Und dann schauen wir doch einfach mal. Also ich finde, das Team könnte es eventuell nach Europa schaffen. Und insgeheim ist das auch so ein bisschen meine Hoffnung. Denn mit 8 Punkten Vorsprung aus dem ersten Jahr, dem Aufstieg ein Jahr vor Dennis, wäre es natürlich extrem bitter, wenn wir den Showdown hier noch verlieren würden. 3. Saison, Leute. Die Zeit beginnt. Wir fackeln gar nicht lange rum. 3, 2, 1, let's go. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Ich rieche Chris Arsch so ein bisschen wieder. Der ist ein bisschen in Reichweite gekommen. Der Angstschweiß, den rieche ich auch so ein bisschen. Das hier ist die Mannschaft. Wir müssen unbedingt hier sehr viel tun sogar. Doppelspitze neu komplett besetzen. Ein Partner vielleicht noch anstelle von Kunze auf der Doppel-6. Neu für Chotard. Ein Innenverteidiger, Rechtsverteidiger. Und dann könnten wir eigentlich auch arbeiten. Ich habe auch Kollege Baturina schon mal auf die Transferliste gesetzt, weil er einfach einen krassen Wert hat, Leute. 74 Millionen. Wenn wir da irgendwie 130 bekommen, ist krass. Aber wie gesagt, Leute, wir dürfen keine Zeit verlieren. Deswegen, ich versuche jetzt erstmal Baturina zu verkaufen. Und dann gehen wir vor allen Dingen auf Spieler mit einem auslaufenden Vertrag. Deswegen keine Zeit verlieren. Let's go, let's go. Kurz und knapp, ich will auf diese Jungs setzen. Es gibt eine Änderung. Und das ist dann, glaube ich, auch jetzt der noch letzt übrig gebliebene Spieler auf dem Anfangskader. Kunze ist zwar Kapitän, ist aber mit einer 77 der aktuell als schwächste Spieler bei uns im Kader. Rafael Varane kostet uns nur 30 Millionen mit einem auslaufenden Spielervertrag. Zwar extrem viel Gehalt, aber trotzdem haben wir dann noch immer knappe 8 Millionen. Ja, wir könnten ihn also im Notfall, denke ich, mit dem Geld auf jeden Fall auch abstoßen. Ich will es zwar nicht hoffen, aber das kann natürlich logischerweise passieren. Und ansonsten haben wir unseren Transfer, ja. Wir müssen also nichts anderes befürchten. Entweder kommt dann Kunze halt wieder rein oder wir können mit Rafael Varane gehen. Jetzt packe ich noch die 5er Auswahlliste voll. Ansonsten Vertrauen für diese Truppe, ja. Die hat natürlich noch weiter das Potenzial nach oben zu schießen und genau unser Plan ist aufgegangen. Jetzt müssen wir uns nur noch dafür belohnen mit einem super Ergebnis in der Liga und im besten Fall halt auch im Pokal, sodass wir zumindest mal das Duell hier gegen Dennis gewinnen. Ich will es ungern verlieren, gerade weil wir halt ein Jahr früher aufgestiegen sind. Unser erster Neuzugang für die neue Saison, wir dürfen gar keine Zeit verlieren. Victor Gomez kommt von Espanyol Barcelona, Vertrag läuft aus, wir tauschen Moroja ein, zahlen 8 Millionen und drauf keine Weiterverkaufsgebühr oder so. Let's go, Leute, weiter. Dickes Upgrade für die Innenverteidigung ist dann am Start. Wir holen Mavropanos von Stuttgart für 20 Millionen Euro, ein Bundesliga bewiesener Innenverteidiger, bei dem ich jetzt eigentlich nur hoffen muss, dass er die Snipe-Phase irgendwie überlebt. Baturina wird nicht verkauft, der Fokus wird auf Schielderup gelegt, für den wir 92 Millionen Euro bekommen und das, obwohl er 3 Ratings schlechter ist als Baturina und wie gesagt, ja, dafür halt fast dieselbe Summe. Ich meine, wir haben für Baturina nicht mal 110 bekommen. Let's go, Leute, der Plan geht wirklich gut auf. Thiago Almada wird der Ersatz für Schielderup, der vielleicht sogar im Rating besser ist. Ich weiß es nicht, der Vertrag läuft aus. Vielleicht hat er aber sogar eine 81. Und zu guter Letzt kriegt Hannover 96 noch 2 neue Stürmer. Wir tauschen Teuchert ein, zahlen eine Ablösesumme um drauf und dafür kommt Elias Benzeguir von Monaco und ja, hat eine 75er Gesamtstärke, hat man da gerade kurz gesehen. Dieselbe wie Teuchert, aber dafür halt deutlich mehr Potenzial. Und der zweite und letzte Name für die Doppelspitze und allgemein bei an Transfers, das ist Memphis Depay, den wir mit einer 85er Gesamtstärke von Atletico Madrid holen. Ein richtiger Kracher-Transfer, wie gesagt, eine 85, unser bester Spieler jetzt auch, was die Gesamtstärke angeht. Hier sehen wir ihn, wie er ins Gebäude reinläuft, natürlich ein absoluter Macher-Transfer. Und ja, hoffen wir mal, dass wir mit diesen Spielern hier in der Bundesliga irgendwie gut überleben können. Ein letztes Mal gehen wir also jetzt in eine Snipe-Phase und tatsächlich haben wir uns immer um eine 5er Auswahl bei jeweils einem von uns verschlechtert oder verringert, sage ich jetzt einfach mal. Wo wir am Anfang noch alle 3 hatten, waren es letztes Jahr nur 2. Jetzt nur einen, denn ich habe nur einen einzigen Neuzugang. Aber Dennis, die 3. Snipe-Phase, dementsprechend darfst du wieder reinstarten. Ich habe übrigens 5 Neuzugänge an der Zahl. Das wollte ich nochmal kurz das Protokoll erwähnt haben. Aha. Ja, es geht natürlich der beste Spieler. Es geht um einen neuen Stürmer. Selbstverständlich, Okafor letztes Jahr verloren. Ich musste eh die Stürmerposition upgraden und habe da auch einen relativ bekannten Namen verpflichtet. Wir haben auf dem Zettel allesamt auch mit auslaufendem Vertrag. Wir beginnen einmal mit Memphis Depay von Atletico. Ebenfalls aus Spanien dann Robert Lewandowski von Barcelona.
Fortuna. Dann haben wir Paolo Dybala von der Roma. Sadio Mané, Liga-intern von den Bayern. Und zu guter Letzt Jonathan David von Lille. Ist auch der Einzige, der nicht 30 oder älter ist. Also das ist ja wirklich brutal. Also ich tendiere zwischen Lewandowski und Mané. Einfach höheres Alter, auslaufender Spielervertrag. Vermutlich noch so mit am realistischen. Vielleicht freust du dich jetzt am... Ich gehe mit Sadio Mané. Okay, ich freue mich nämlich tatsächlich, denn ich habe Memphis Depay verpflichtet für 44 Millionen, 30 Jahre alt, 85er Gesamtstärke. Für Dybala hatte ich auf jeden Fall nicht das Geld. Auflösen tue ich auch noch nicht. Du kannst gerne erstmal deine Fünferauswahl präsentieren. Ich snipe noch einen Spieler weg, hätte ich gesagt, oder? Vielleicht, wer weiß. Ja, also dann, safe, das würde der Ausgleich werden auf jeden Fall. Ja, es wär verdient. Ich hätte aber tatsächlich da noch Kunze in der Hinterhand, denn ich habe einen neuen Innenverteidiger geholt. Okay. Zur Auswahl gibt es, glaube ich, auch vereinzelte Spieler mit auslaufenden Verträgen, aber nicht alle. Ich würde sagen, maximal zwei hatten, glaube ich, einen auslaufenden. Okay. Zur Auswahl haben wir einmal Lucas Hernandez, wir haben Roger Ibanez, wir haben dann hier Lucharel G, also der G, Gerd Rovira, ja. Wir haben Rafael Varane und zu guter Letzt noch Milan Skriniar. Oh, Digga, gar keine Ahnung. Ja, G ist halt so ein bisschen verlockend wegen Positionswechsel, aber ich gehe mal auf, wer war nochmal die letzten beiden? Rafael Varane und Skriniar müssten das gewesen sein. Die sind so unscheinbar. Ich gehe einfach auf Rafael Varane. Ja, und dann ist es der Ausgleich in Sachen. Let's go! Aber warum holst du Varane? Der hat auch keinen auslaufenden Vertrag, kein besonderes Rating mehr. Warum? Doch, er hatte tatsächlich einen auslaufenden Vertrag. Ach, echt? Ja, und es war der einzige, den ich mir habe leisten können. Deshalb ist es der geworden. Oh, ja, gut. Ich habe absolut bei Varane nicht an Auslaufenden gedacht. Ich dachte, die mit Auslaufenden wären gewesen G, Hernandez und. Ne, die ersten drei eigentlich, dachte ich, hätten auslaufen. Also streng genommen, ohne dass die Spieler gewechselt, oder jetzt einer davon ist noch gewechselt, Ibanez, er hatte einen auslaufenden und Varane hatte einen auslaufenden. Ah, okay, gut, ich dachte aber die ersten drei. Tatsächlich nicht, ich habe die trotzdem mal mit draufgenommen, in der Hoffnung irgendwie so gleiches Rating, ungefähr ähnlich vom Preis, aber war alles nicht zu realisieren. Also der Einzige, der möglich war, eben Rafael Varane. Okay, und das ist dann auch dein einziger Transfer, ne? Richtig, genau. Jetzt muss halt Kunze wieder rein, aber da freut er sich auch und ich denke trotzdem, der die Mannschaft freut sich, ne? Trotzdem. Also ich bin ehrlich, ich habe trotzdem eine stabile Mannschaft. Ich gehe trotzdem davon aus, dass ich mit denen oben mitspielen könnte. Hoffentlich. Ja. Am Ende der Saison können wir sehr gerne auch mal auf jeden Fall. Genau, ja, also am Ende der Saison vergleichen wir unsere Mannschaft, würde ich sagen. Ne? Das sowieso. Und dann deine anderen vier Transfers. Genau, ich hab hier Sturmpartner von Memphis Depay. Das wird Ben Seguir. Nicht Ben Yedda, sondern Ben Seguir, ebenfalls aber von der AS Monaco. Mhm. Ich habe Chiel de Rupp oder wie der Kollege hieß, verkauft. Habe dafür Thiago Almada geholt. Der hat sogar ein Rating mehr. Neuer Zehner und von dem übrigen Geld, dafür habe ich eigentlich Depay geholt. Aber wir sagen jetzt einfach mal, vom restlichen Geld habe ich noch Mavropanos geholt für die Innenverteidigung. Und Victor Gomez von Espanyol Barcelona ist ein Rechtsverteidiger. 77er Rating habe ich gegen Moroya noch eingetauscht. Okay, ja, den hatte ich vorhin tatsächlich auch in meiner Fünferauswahl, glaube ich, wo es um den neuen Rechtsverteidiger ging. Habe ich absolut nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Ja, vielleicht habe ich den auch nur bei SoFIFA gesehen und hatte den nicht auf der Liste. Ich bin mir nicht mehr sicher. Aber im Endeffekt. Das Rentnergehirn kickt wieder rein. So ist es, definitiv. Die ganz vielen Spieler, die man da im Laufe eines SDG-Showdowns hat, da kommt man ein bisschen durcheinander. Ich habe auf jeden Fall bei mir Rafael Varane abgestoßen, habe extra das Geld noch übrig gelassen, habe jetzt dann aber auch nicht mehr so viel, 12 Millionen, aber passiert nichts mehr. Wir simulieren ans Ende der Saison. Ein letztes Mal Punkte zählen. 32 zu 35 ist der aktuelle Stand. Und mal gucken, was dann der Endstand auf jeden Fall hergibt. 3 Punkte Differenz. Und das letzte Mal jetzt also Punkte zählen. Ich weiß noch gar nichts. Ja? Ich sehe nur meine Mannschaft im Hintergrund und wir werden gleich auf jeden Fall die gesamten Ratings auf jeder Position nochmal vergleichen. Ja, ich kann mich nur wiederholen, es wäre absolut enttäuschend, wenn ich diesen Showdown verlieren würde. Ey, Junge, nein, nein! Das darf nicht wahr sein. Ich sehe jetzt die Tabelle gerade erst. Es darf nicht wahr sein. Dennis, bitte sag mir nicht, dass du Meister geworden bist. Nee. Nee, Meister bin ich nicht geworden, nee. Okay. Immerhin. Okay. Ja. Ja, ich habe gleich viele Punkte wie der Erste. Ich bin aber Zweiter. Oh, okay, Bruder. Ich bin komplett verloren, Digga. Ich bin raus, Alter. Holy shit, du hast um die Meisterschaft gespielt. Ja, ich habe 72 Punkte. Das ist nicht ganz so viel vielleicht jetzt, wie es der Meister sonst immer hat. Ich habe am letzten Spieltag gegen die Bayern gespielt. Und die sind halt gleich auf wie ich. Und wir haben unentschieden gespielt, leider. Wenn ich das gewonnen hätte, wäre ich deutscher Meister geworden. Okay, gut. Dann nehme ich alles zurück, was ich gesagt habe. Weil dann muss ich doch ein bisschen gucken, wo ich bleibe. Denn ich habe alles in die Waagschale gelegt. Und eigentlich dachte ich, dass ich mit Platz 6 hier übelst gut sein wäre. Wäre ein guter Platz, so war mein Gedanke. Mhm. Ich dachte, du bist vielleicht so Vierter, Dritter maximal, aber Meisterschaftskampf hatte ich jetzt irgendwie nicht so auf dem Schirm. Ja, als Aufsteiger hier Sechster werden, ist, glaube ich, eine ganz gute Leistung. 55 Punkte auf dem Konto. Mhm. War alles aber auch relativ eng. Also am Ende Rückrunde leider komplett verkackt. In der Hinrunde war ich echt richtig gut unterwegs, aber dann in der Rückrunde Niederlage nach Niederlage und noch unentschieden gefangen. Deswegen Wie viele Punkte? Mit Hoffenheim. 55.
Okay, ja gut, 72 Punkte habe ich. Aber ich sag dir auch ganz ehrlich, wenn wir gleich die Mannschaften durchgehen, ich glaube, du wirst auch sagen, mit der Mannschaft kann man vielleicht auch mal da oben mitspielen. Ja, ich bin gespannt, ich bin gespannt. Also ich habe so ein bisschen die Ratings gar nicht vor dem Schirm. Ja. Bei mir ist übrigens Leverkusen Meister geworden mit 81 Punkten. Oha, okay, also dann deutlich mehr auch jetzt bei uns oder im Vergleich zu uns hier bei mir. Ja gut, vielleicht holst du aber im Pokal ein bisschen auf, denn für mich gibt es tatsächlich nur einen einzigen Punkt. Erste Runde, wie gesagt, übersprungen, dann gegen Ferl gewonnen und dann bin ich gegen die Bayern leider raus. Ja, ich hole 2 Punkte auf, denn wir sind bis ins Halbfinale gekommen und dann kriege ich nicht Magdeburg als Gegner, sondern halt Stuttgart. Und die kann man auch schlagen und die haben wir, glaube ich, auch in der Liga geschlagen, aber dann im Pokal Halbfinale natürlich nicht. Okay, und im Finale war dann bei dir... Ja, Stuttgart gegen die Bayern und Bayern hat Elfmeterschießen gewonnen. Okay, bei mir hat Bayern im Finale gegen Union Berlin verloren. Das heißt, ich habe, wie viele Punkte Abstand? 5? Also es waren ja 3 noch am Anfang. Es kamen dann 4 mehr dazu, dann waren wir bei 7, 5, genau, richtig, ja. Richtig, okay, ja gut. Das heißt, wird schwer, das aufzuholen, aber ich bin prinzipiell immer noch sehr zufrieden mit dem Job hier im letzten Jahr. Also, dass es überhaupt, ne, dass ich nicht gegen den Abstieg spiele und das punktemäßig überhaupt schon so quasi entschieden ist, ist, glaube ich, auch eine ganz gute Leistung, ganz respektabel. Deswegen schauen wir mal rein. Trainer des Monatspreise habe ich leider keinen dieses Jahr. Okay, da gehe ich mit 1 ein bisschen voran. Das war der Februar, 4 Spiele, 4 gewonnen. Und jetzt schauen wir auf jeden Fall noch auf die Statistiken, bevor wir dann unsere Startelf auf jeden Fall nochmal hier vergleichen auf jeder Position. Okay, Keeper habe ich 12. Oh, ehrlich? Ja, Andrew hat alle 3 Jahre, glaube ich, 2-stellige Zahlen gehabt. Sehr, sehr stark. Ich habe 9 bei Luis Junior. Okay, dann geht der Punkt an Vorlagen. Mich. Vorlagen 7, bisschen enttäuschend. Okay, da habe ich 14. Okay, und Tore habe ich 24 von Depay. Ah, ganz, ganz knapp. Bayer hat 23. Ah, okay. Und ich den nehme ich nochmal mit, die letzten beiden Punkte. Ich muss sagen, Bayer hat sich so gelohnt, den zu kaufen. Der hat, nein, ich löse noch nicht auf. Wir gehen gleich die ganzen Ratings durch. Ja, wir gehen gleich die Mannschaften durch, deswegen ich bin sehr gespannt. Gut, dann können wir das jetzt auch eigentlich machen, ne? Alles verglichen, Punktzahlen und so weiter, müssten gleich stehen. Kannst du ja gleich nochmal zum Ende sagen. Wir gewinnen, oder ich würde jetzt mal gerne die Mannschaften von uns vergleichen, weil, ne, wie gesagt, du hast ja um die Meisterschaft gespielt. Ich bin gespannt, was da für Ratings sind. Ja, auf jeden Fall. Also es müsste übrigens, ne, es müssten ja die 5 Punkte Differenz unverändert gewesen sein, bevor wir auf die Trainer des Monatspreise gegangen sind. Da hatte ich einen mehr, dafür habe ich eine Statistik gewonnen und du 2. Das heißt wieder 5 Punkte, ne? Ja, 49 zu 54 sein. Und das sind, glaube ich, recht viele Punkte, wenn man bedenkt, dass wir in der zweiten Liga angefangen haben, ja, mit Hannover 96. Aber gut, jetzt aber wirklich, bevor wir dann gleich auch zum Ende kommen, gehen wir also mal die ganzen Positionen durch. Fangen wir beim Torhüter an. Da habe ich eine 86. Okay, da habe ich eine 84 bei Luis Junior. Dann habe ich Viererkette, hast du auch? Nee, ich habe Fünferkette. Fünferkette, okay, gut. Dann zähle ich mal einen Mittelfeldspieler von mir dazu. Ja. Ich habe dann quasi 82, 82, 85, 81 und nochmal 81. Okay, ich habe 78 Kunze, ich habe dann 80 Howard Bellis, 84, 84, 87. Wer hat 87? Marzen, also Linksverteidiger. Ja, ja, das Außenverteidiger-Training hier immer wieder. On fleek, ey. Okay, gut. Dann hast du 3 Mittelfeldspieler davor? Ja, richtig. Mhm. Okay, dann habe ich hier Kunze mit 77, Almada 86 und Baturina auch 86. Okay, ich habe 83, 86, 84. Okay, und dann habe ich vorne im Sturm Depay 86 und Benzeguir halt leider, weil er so lange verletzt war, nur eine 77. Okay, ich habe Bayer 86, Velis 87. Okay, krass, ja gut, da ist der größte Unterschied, würde ich einfach mal behaupten. Ansonsten bin ich aber eigentlich zufrieden, ne? Dafür, dass ich ein Jahr mäßig länger in der zweiten Liga war und nur dasselbe Budget hatte wie im ersten Jahr, bin ich eigentlich ganz zufrieden, dass ja letztendlich, glaube ich, irgendwie 10 Ratings, also der Stürmer ist das Hauptding. Ansonsten, glaube ich, kann man sagen, im Großen und Ganzen ist das schon relativ auf einer Ebene eigentlich. Auf jeden Fall, also ich muss tatsächlich gestehen, ich hätte gedacht, meine Mannschaft ist deutlich besser als deine, muss ich ehrlich sagen. Aber, also ich würde sagen, sie ist besser. So ja, das im auf jeden Fall. Kollektiv minimal, aber wahrscheinlich jetzt mal unabhängig von den 10 Differenz beim Stürmer da, würde ich schon sagen, dass es doch echt recht ausgeglichen ist und dass du auch, und wie du ja richtig gesagt hast, mit einem Jahr quasi Verzögerung und weniger Budget überragende Arbeit gemacht hast. Also das muss Vielen man Dank, ja schon mein Freund, auch mal fairerweise ansagen. Kann ich nur zurückgeben. Leider Hallo nicht zum Meister gemacht. Ne? Da hätte ich auch trotzdem alte Liebe mal angestimmt. Ja, das wäre auch geil gewesen. Also ey, wenn ich die Bayern geschlagen hätte am letzten Spieltag, dann wäre das auf jeden Fall soweit gewesen. Aber gut, wir sind trotzdem nach einem richtig geilen Showdown über 3 Saisons jetzt dann auch schon am Ende angekommen und ich würde sagen, wir machen jetzt die Verabschiedung und bevor Dennis das Schlusswort hat, als Gast gehe ich also auf jeden Fall nochmal wieder rein. Es kam jetzt 2-3 Wochen kein STG-Showdown bei uns. Ich habe meinen Junggesellenabschied gehabt. Ich war eine Woche krank. Dennis war auch eine Woche, glaube ich, ziemlich verhindert. Also es hat einfach nicht gepasst. Wir sind aber auf jeden Fall wieder am Start und es wird auf jeden Fall auch wieder öfter Showdowns geben. Wir haben richtig Bock und lasst gerne Supporter. Liebe, wenn ihr sowas auch weiter öfter sehen wollt, checkt das Video bei Dennis ab. Erster Link dazu in der Videobeschreibung. Und dann danke, dass ihr bis zum Ende geschaut habt. Danke auch für die Aufmerksamkeit. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Ich verabschiede mich und Dennis hat auf jeden Fall für euch das Schlusswort. Ehrenmänner, die bis zur Verabschiedung gucken, schreiben gerne mal hier den Hashtag Hano unten in die Kommentare und was bleibt mir abschließend zu sagen, rot steht dir sehr viel besser als gelb-blau. Blau, gelb!